Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin sehr witzig. Vorhin hat hier jemand Klavier gespielt. Obwohl hier niemand ist. Na, super. Ja, komm, setzen wir uns mal hier hin. Muss einen neuen Weg hier rausfinden. Homer muss finden. Ja, komm, fick dich doch. Meinte. Jetzt nicht viel. Komm, nehmen wir mal den mit, ne? Ach, Schätze, hab's gefunden. So. Oh, nicht mit der Hand. Na, natürlich nicht, ne? Mit der Maus natürlich. Ach, ne, nicht schon wieder so eine blendige Scheiße. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Schöner Spruch. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was ist das denn für ein Scheißtrick, Mann? Schuss behinde, Kind. Hey, cool. Ja, genau, das gleiche Buch, ne? Also wenn ihr denkt, dass ich das alles lese, dann habt ihr euch geschnitten. Leute, tut mir leid. Erstens, ich bin nicht gut im Lesen. Zweitens, braucht es zu lang? Ach, mal das. Okay, jetzt ist die Tür offen, ne? Jetzt glaube ich noch einen. Ach, da sind mehrere. Ach so. Was ist denn hier? Ach, natürlich ein Schreibtisch beleuchtet. Ach so. Okay, okay. Alarmstufe violett, braun, schwarz, schwarz. Gib mal zu! Das habe ich in deinem Let's Play gesehen. Ah, das Licht sollte man, glaube ich, auch noch abschalten. Falscher Alarm. Schreck mich nie mehr wieder Stuhl. Sonst, du weißt, was geschieht. Du weißt, was mit deinen Eltern geschehen ist. Siehst du noch die Überreste, ne? Gott. Nie lernen sie es. Versorgen hat der Baron auch nichts. Ach. Wie schon gesagt, ich bin nicht gut im Lesen. Also gut, nicht gut. Ich bin sicher nicht schlecht, aber ich mach's nicht gerne. Ist im Ernst? Ist das dein Ernst? Ich hoffe nicht. Hoffentlich nicht, Junge. Da ist eh niemand, Mann. Oh, ich hab's doch gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's. Jetzt renn, Daniel. Daniel! 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 Find einen Rückweg! Find ihn! Sofort! Boah, glaub mir, für das nächste Let's Play kaufe ich mir eine Windel. Ohne Scheiß, dann kann ich wirklich mal lassen. Boah, dieses Spiel tut nicht gut. Mal das Licht aus. Nee, lieber nicht. Ihr hört es, glaube ich. Wenn das nicht der Rückweg ist, dann fick ich dann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde jetzt am liebsten aufhören. Am liebsten aufhören. Und schon geht's weiter mit dieser kranken Bullshit-Scheiße. Fickgesicht atmet noch. Das kann schlagen. Lauf weg. Ich hoffe,
schwöre, das ist ein Witz. Ich hoffe. Boah, Alter. Ich schwitze aus allen Poren. Ich schwitze sogar noch. Oh mein Gott, ey, als wäre es Sommer. Und was hat es uns gebracht? Ein Schlüssel, ja wow, was will ich mit dem? Ganz sicher nicht hier hin, ne? Ja, wie es ausscheint. Ja, dreckigen Silberfische. Könnt doch mal gehen, bitte, ne? Ja, hat wehgetan, ne? Öl! Ach, geht doch auch, ne? Nie mehr mache ich so eine Scheißtüre groß auf. Nie, 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 nie. Das war das letzte Mal. Letzte Mal. Öli! Komm. Alter, erst halb's. Vier solche Fläschchen muss man suchen. Ja, ein Versuch ist doch wert, ne? Mal schauen, ob... Nein. Nein, natürlich nicht. Komm. Gleich wieder zu, ne? Also ich sag's euch, dieses Spiel ohne Sound zu spielen ist bestimmt 1000 Millionen Mal weniger schlimm. Oh. Und das wieder die Labor. Oh nein, Labor. Wie das schon tönt, Alter. Dieses Bild hier ist auch nicht viel besser, viel schöner. Scheiße. Ach du Scheiße, sag ich nur, ne? Alter, jetzt hab ich... Ich höre Schreie. Ist das zu fassen? Alter, nachher höre ich Musik oder schau irgendein fucking Let's Play, irgendwas zum Lachen. Ich halte das nicht aus. Alter! Dein geistiger Zustand ist jetzt bedenklich schlecht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Bleib in Licht und versuche weiter zu... Ihr Fickratten, Alter! Was verstehst du nicht im Bleib in Licht? Ist das auch so einer? Alter, bitte mach, dass das aufhört. Bitte. Eigentlich Angst, mir kann ja nichts passieren. Irgendjemand läuft hier. Ah, Mann, das blendet immer so fickig. There should be more Coop Rats. Coop Rats. Kremiten. Und ein Teil. Scheidewasser. Scheidewasser! Also ich höre jetzt da irgendeine Zweideutung raus. Scheide. Ne, Muschi? Ne? Also wenn das das ist oder irgendein anderer chemischer Begriff, ja, ich bin kein Chemiker, ne? Na, jetzt habe ich diese Scheiße doch... Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denke. Und nach einem... Alter. Das hört sich an, als wäre das in mir im fucking Raum. Scheiß gute Kopfhörer. Mach das nächste Mal ohne Ton. Solange ich noch an dich... Lass mich mal ausreden. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser als... Besser. Alter, lass mich ausreden. Besser bin als andere. Ich weine um sie. Ich strebe nach grenzlosiger Macht. Ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne.
Warte, das sucht jetzt hier irgendein Lebensmitteltrank, wenn ich das richtig verstehen kann. Und Alter, der zittert. Ja, komm, Erdbeben, das kann mich jetzt noch helfen. Und da schreit so eine Opferhure. Da ist Wasser, oder? Okay. Das ist gar nicht gut. Ja, wisst, ich lese es nicht. Verschiedene Kim. Fang nicht an zu flennen, bitte. Boah, jetzt reicht's mir. Ja, Gott, gibt's denn hier nur Zunderbüßen oder wie? Für habe ich jetzt 11. Na gut, besser zu viel als zu wenig, ne? Bah, geh weg, du Fliege. Mach eine Fliege, Fliege. Ach, wie schön. Da rest... Lo... Ach, jetzt hat die schon... Was muss ich denn jetzt hier machen, Alter? Jetzt ohne Scheiße. Jetzt steht da irgendwas Chemikalien. Schön. Und wo finde ich die? Nicht hier, ja, danke. Gibt's hier irgendeinen Geheimgang? Wieder? Ah, Koloss, zeig dich, Geist. Dann ist das Spiel endlich mal vorbei. Ja, da sieht man wieder, wer Eier hat, ne? Ich hoffe, der Geist hat's nicht gehört. Das mache ich hier mal Licht, ne? Also, hier unten gibt's keine Chemikalien. Hier, au. Das könnte ein Chemikalien sein. Nee. Oder? Nee. Aber warum dieser Nuttenkopf hier die ganze Zeit so vibriert, ist mir auch ein Rätsel. Lol, was ist das denn? Alter, alles so zweideutige Teile hier. Nein, im Ernst. Ich sag's jetzt lieber nicht, nach was es aussieht, sonst denkt man noch, du perverses Sau. Aber ich gebe mal einen Tipp. Lol, da ist es doch, die Wand. Egal, wir haben ja noch Vorräte für unseren Mann. Er brauchte ja Vaginasaft. Nee, Scheidensaft, tut mir leid. So. Ja, versteht ihr? Ich glaube, das ist sogar das. Das ist ja eindeutig. Ich dachte zuerst, es ist ein Zufall. Chemischer Begriff, aber diese Chemie, die kenne ich. Was... Ja, genau, du knackst hier irgendwo rum. Ist mir eigentlich ist mittlerweile scheißegal. So, hier habe ich ein Bett für euch. Und wäre froh, wenn ihr da reingehen würdet. Jetzt habe ich kurz überlegt. Alter, schrei nicht so. Und du auch nicht. Weißt du, wenn ich ihr sag, schrei nicht so, das heißt nicht, dass du streng aus. Also, ich bin mal weg von hier, weil ich mag mich noch erinnern. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Mit meinem Menschengestand. Verstand. Na, das ist jetzt nicht gerade schlecht. Könnten wir eigentlich irgendwas öffnen? Steht hier Weinkeller. Na, supidupidupi. Ah, verwende den Ach so. Schloss suchen? Ah, wie man sieht, es hat kein Schloss. Dass hier immer so ein geistlicher Hauch kommen muss. Ich weiß, wenn sie aufgeht, ne? Muss mir nicht so ins Gesicht hauchen. Dann schrecklich im Mundgeruch. Man kann die Türe auch ganz normal zumachen, Herrgott nochmal. Ja, ja. Kennen wir ja schon, ne? Ist trotzdem irgendwie gruselig. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Muss ich zugeben, der war nicht schlecht.
wenn in Herr der Ringe solche Scheiß-Trolls kommen, da kümmert's mich Scheißdreck. Die müssen ja mit dem klarkommen, ne? Aber hier, da muss ich damit klarkommen. Oh nein. Eine offene. Geh auf, geh auf. Bitte. Bitte erschreck mich nicht. Du fickst dich ins Knie. Oh. 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 Ich glaube, ich krieg einen Herzinfarkt. Nein. Dann. Und mach es kaputt. Und nimm deine Laterne, Alter. Du hast dir alles. So bitte muss man dir alles bringen. Hier ein bisschen. Nein, nein, nein. Das ist ein Scheißscherz. Anscheinend nicht. Ja, ja. Ach, so geht das. Geht ja ruckzuck, Alter. Und so ruckzuck, wie es weitergeht, wird es wahrscheinlich im nächsten Let's Play auch weitergehen. Wenn wir dann Glück haben. Also danke fürs Zusehen oder Zugruseln. Das Spiel an sich ist sehr genial. Also man erschreckt sich, das ist ja schon mal ein Vorteil, weil wenn da irgend so ein Geist jede Sekunde kommt, also ich beende, bevor das jetzt noch in die Realität gesetzt wird. Oh, eine gute Nacht und wünscht mir auch eine gute Nacht. Oh, wenn ich heute nur einschlafen kann, bin ich glücklich.